Herzlich willkommen zum Kulturchen-Adventure Nummer 12 der Freien Bühne Jena. Herr Osten, eine performative Lesung vom Körper weg hin zu dir. Entschuldigen Sie, eine Frage, kann man bei Ihnen rauchen? Ja, ausnahmsweise, aber bitte nur im Kinderzimmer. Hallo, guten Abend, ich bin der Herr Osten. Nun gibt's hier an dieser Stelle gezielt durch Worte und Ohren in die Mitte der Zuhörerköppe ihr voll. Allein wegen des Reims könnte ich jetzt eigentlich sagen, Vollpfosten, doch des lieben Frieden wegens lass ich's besser sein. Obwohl, wie weithin bekannt, zumindest im Allgemeinen, wenn es etwas taugen soll, gerade in der Kunst müssen Opfer immer sein. Wem das jetzt nicht passt, der gehe sich damit bitteschön selber auf den Erdtrabanten oder schalte halt ab. So, dann fange ich für alle anderen mal richtig an mit. Artgenossen, ganz schwieriges Thema. Artgenossen. Die anderen hetzen, krakeelten die Rechten der Rechten und erschluren berechtigt, weil sie doch die echten Menschen sind, dieser Tage in den Gossen ihrer eigenen Artgenossen. Echt und unecht, Unrecht und Recht, als Minderheiten, Artgenosse, Genossin, Genosses, ergeht's einem eher schlecht. Die anderen hetzen. Quatsch, das hatte ich doch gerade schon. Also mit den Rechten war ich jetzt fertig und jetzt kommen die Rechten jagen. So war der Text. Die Rechten jagen, grölten radikale Linke und erschluren berechtigt, weil sie doch die guten Menschen sind, dieser Tage in den Gossen ihrer eigenen Artgenossen. Gut und böse, böse und gut, man sei bei gewissen Artgenossen, Genossin, Genosses doch besser auf der Hut. Heut ist der Mensch wieder mal so menschlich wie noch nie, gerade unter Artgenossen mit der Selbstbedeutungslosigkeitsphobie. Dankeschön. Es geht auch gleich weiter. Das ist ein kleineres Ding. Auch darum ziehe ich äußerst gern meine Ganzkörpergummistiefel an, sagte der tapfere Fischersmann und sprang dann lachend auf sein Fischerboot, welches wieder mal bis zum Bersten gefüllt war mit diesem unschön riechenden Seeungeheuer, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Danke. Jetzt wird es gleich ein bisschen schwierig, da muss ich einen Schluck nehmen. Na klar ist der Wodka drin, aber hallo, also bitte, den siehst du nicht. Sieht aus wie ganz normaler Morgenurin, aber ist Wodka drin. Ein Drama. Ein Hosendrescher tragender extremer Flugzeugdrescher Gegner, um nicht zu sagen Hasser, fiel aus Versehen beim Versuchen, Flugzeugdrescher zu demolieren, nach einem dumpfen Klong vom Hafenkai ins Wasser. Geriet da unversehens zwischen des Schiffs und des Hafenkais Wand, ging dort in der trüben Brühe auf der Stelle unter, ja, verschwand. Als man ihn dann einiger Zeit später wiederfand, war er eindeutig zu identifizieren. Denn er hielt immer noch verkrampft zum Vorschlaghammer in der Hand, und ebenso signifikant mal von seinem starren, hasserfüllten Gesichtsausdruck ganz abgesehen, war da die Aufschrift auf dem
sich da bedauerlicherweise sicherlich unabsichtlich mit dem langen Vorschlaghammerstiel verfangen im Hosenträger. Nämlich auf diesem Stand: Ich bin ein extremer Flugzeugträgergegner. Ja, das war alles in allem ganz klar ein Drama. Und die Moral von solch einer Geschichte, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Dankeschön. Jetzt kommt was, was wir alle kennen, da mussten wir alle durch, auf der ganzen weiten Welt, egal wer groß geworden ist, musste da durch. Und viele, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, viele, wenn die so beobachtet, die sind da gerade. Das ist nicht schön. Ich bin froh, dass es weg ist. Aber wie? Als das Kind plötzlich schrie, hatte es zuvor noch rumgedreht, bis es hoppla hopp hinfiel, voll aufs Knie, stand zugleich wieder auf, sammelte Stöckchen und Hut, schüttelte sich, schaute verlegen. Alles war gut. Doch dann ran da aber Blut übers Knie. Und das war genau der Punkt, an dem das Kind begann, erst die Geräusche der Umgebung einzusaugen und drauf abrupt laut zu werden. Aber wie? Dankeschön. Ist mir hier vor lauter Blabbern die Zigarette ausgegangen. Das darf nicht passieren. Wie schnell ist heutzutage nicht geraucht? Du drehst dich einmal rum und hast schon wieder nicht geraucht. Da musst du wirklich hinterher sein. Jetzt kommt ein bisschen was Zwischenmenschliches, auch aktuelles Thema in Evergreen. Das heißt Verständnis versus Klischee. Sie, also ich, beneide dich um dein Technikverständnis. Er, vielen Dank dafür, doch nimm bitte zur Kenntnis, ich beneide dich um so vieles mehr. Sie, aha, und um was? Er, na, um dein Frauenverständnis. Dankeschön. Das ist jetzt kommt ein Text, der ist ein bisschen, das kennen wir alle, gerade so im Zwischenmenschlichen. Wenn wir so unterwegs sind und so, egal ob du verheiratet bist oder da guckst du so und dann passiert's. Das heißt gruselig. Soeben ist mir dein Verhalten aufgefallen. Ich habe dich nämlich mal, und das auch wirklich lange, so total beobachtet. Dabei ist mir doch tatsächlich aufgefallen, dass du jetzt plötzlich anfängst, dich irgendwie so auffällig zu verhalten. Oh, ganz bange wird's mir. Gruselig. Ja, gruselig mir. Gruselt's vor dir. Auch meiner Mutter ist gleich dein Verhalten aufgefallen. Sie habe dich bereits also von Anfang an gleich beobachtet, weil ihr sei quasi sofort aufgefallen, dass du dich vermutlich schon immer offensichtlich auffällig verhalten hast. Das erzählte sie mir. Gruselig. Gruselig. Ja, selbst meiner Mutter gruselt's vor dir. Uns ist jeher euer Verhalten aufgefallen. Wir haben euch nicht normal, sondern schon seit langer Zeit radikal beobachtet. Dabei ist uns doch in der Tat gerade aufgefallen, dass ihr jetzt plötzlich anfangt, euch so auffällig, unauffällig zu verhalten. Wieso macht ihr kein Geräusch? Gruselig. Gruselig. Ja, uns gruselt's vor euch. Gerade ist mir
mein Verhalten aufgefallen. Ich habe mich nämlich mal und das auch ausreichend lange so brutal beobachtet. Dabei ist mir doch gerade aufgefallen, dass ich mich eigentlich stets und ständig ganz schrecklich auffällig verhalten habe. Mensch, was will dieses Tier? Gruselig, gruselig, ja. Mir gruselt's vor mir. So, jetzt komme ich zu dem Thema Vorteil des Alters, im Groben als Überschrift. Und das Poem heißt Après-Ski. In der Jugend stets zu saufen ist genauso dumm, wie es später im Alter nicht zu tun. Krummelte Wollbommelmütze tragend, eine der ältesten Gebirgsschildkröten der Welt, zu der jungen, wieder mal Buslenkerrunden, Miss Linkslangbein Hang Huhn. Um drauf selbst ganz grazie mit dem Kippelschuschi singend hinauf zu gleiten auf die Spitze des Berges namens Whisky. Vielen Dank. So, jetzt kommt was Persönliches. Es heißt so ab. Ich muss schon mal kurz an der Nulle ziehen hier, da bin ich aufgeregt. Bei Persönlichen, ihr wisst ja, wie es ist, gell? Das ist ja eben persönlich, das ist so Schlüpper runter, Licht an und bücken. Das ist nicht schön immer, da musst du echt gefeit sein. Noch einen Schluck aus der, naja. So, pass auf. So ab jetzt, das heißt so ab, genau. So ab jetzt sind sie da, trage ich sie in mir, weil ich will, weil ich muss. Denn die einen, die meinen, sind nun ab für immer. Was meint kein Zurück und bleibt so bis zum Schluss. Die anderen, nun ja, ganz ehrlich, ohne sie, da wär ich nicht nur frei von Glimmer, sondern ein Nichts, ein Schimmer meines Seins, auch sprichwörtlich am Verhungern gar. So denke ich hier und da an sie, wenn ich esse, trinke, spreche, singe, lache oder solche Sachen mache und das täglich. Jedoch die Nacht verbringe ich diesbezüglich ohne, lieber allein. Und jeden Morgen, wenn wir uns wiedersehen, erneut beschließen unseren Bund, dann sage ich trotz klein Tropfträne auf die Jugend, ja zum So, zum Jetzt, zum Hier, zu dem, zum Hier und zum Das. Es ist, wie es ist. Eben alles eine sture Teilnahme nur am ganzen großen Sein. Also doch gut, dass es das für mich gibt. Mein Dank an Sie, so oder so ist da gewiss, welche ich nun endlich auch mal namentlich erwähne. Oh du, mein Gebiss, ihr meine, nicht ich. Ich Zähne. Sein oder nicht sein ist nunmehr keine Frage.
Ich mache jetzt hier so ein bisschen Zaubercreme drauf. Die gibt es in Zauberläden. Und die schmeckt nach Magie. Die Becher habe ich extra von meinem Zahnarzt. Der ist Heilpraktiker. Macht viel mit Globuli und sowas. Immer lustige Becher. So, ab jetzt sind sie da, trage ich sie in mir, weil ich will, weil ich muss. Weil die einen, die meinen, sind nun ab für immer, was meint kein Zurück und bleibt so bis zum Schluss. Die anderen, nun ja, ganz ehrlich, ohne sie, da wäre ich nicht nur frei vom Glimmer, sondern ein Nichts, ein Narr, ein Schimmer meines Seins, auch sprichwörtlich am Verhungern gar. So denke ich hier und da an sie, wenn ich esse, trinke, spreche, singe, lache oder solche Sachen mache und das täglich. Jedoch die Nacht verbringe ich diesbezüglich ohne, lieber allein. Und jeden Morgen, wenn wir uns wiedersehen, erneut beschließen unseren Bund, da sage ich trotz kleinen Tropfträne auf die Jugend, ja, zum So, zum Jetzt, zum Hier, zu dem, zu mir und zum, dass es ist, wie es ist. Eben alles eine sture Teilnahme nur am ganzen großen Sein. Also doch gut, dass es sie für mich gibt. Mein Dank an euch, so oder so ist da gewiss, welche ich nun endlich auch namentlich erwähne. Danke an dich, oh du mein Gebiss, ihr meine, nicht ich, ich Zähne. Vielen Dank. Eingecremt. Ob ich mich nicht schäme, nur weil ich mir hier vor dem paar Leuten Sachen ausgezogen habe und nun meine nackte Haut mit Sonnenblumencreme eincreme? Aber nein, warum sollte ich? So mag es eben Winter sein. Auch pfeife ich auf die, die das nicht verstehen. Ja, gerade auf deren Hohn, weil die meinigen wissen eh Bescheid. Bei uns gilt Sonnenblumencreme. Nicht nur hier und da ein bisschen zur Sommerzeit wie bei den Normalos, sondern wir verehren sie vielmehr zu jeder Zeit über das ganze Jahr und zwar auf dem gesamten Körper. Ja, aber na klar. Das ist bei uns, übrigens seit jeher, so Usus, von Sohn zu Sohn zu Sohn. Eine in meiner Gruppe tief verwurzelte, ureigene Tradition. Danke. Zu ziehen. Nicht in diesem Raumzeitkontinuum. Das sagte sie zu ihm,
woraufhin er sich wieder erhob von den Knien, um sich rumzudrehen, seine Rakete zu starten, sodann von ihr und hier für immer von dannen zu ziehen. Danke. Ische, Lippe, Dische. Lasse mich jedoch bitte meine Liebe mit deiner Liebe berühren. So besteht zwischen uns nicht nur zwei kleine Lippen, sondern eine große Lippe. Danke. Schade. Diese Schade. Diese verdammte zu Zweitzeit Zwangzange umklammert mich. Mittlerweile jedes Mal, wenn du und ich wie immer sonntäglich erst miteinander rammeln und dann zusammen, ach wie fröhlich, im Park spazieren gehen. Dies denke ich gerade, während wir hier laufen und noch vielleicht doch ein Hund. Ach, das wäre so schön. Dabei beißt mir glatt irgend so ein Kläffer voll in die Wade. Also wirklich schade. Diese bescheidene Hundefreilauf-Langleine verheddert sich. Mittlerweile jedes Mal, wenn du, die Töle und ich, na, stets und ständig, wie immer alltäglich, erst Kacke in die Tüte fummeln und dann alle gemeinsam, ach wie fröhlich, ins Bett schlafen gehen. Dies denke ich gerade, während wir hier liegen und noch, ach vielleicht doch ein Kind. Das wäre so schön. Da sagst du, der Hund kriegt Nachwuchs. Süße Welpen, extra Promenade. Also wirklich schade. Miau. Danke sehr. Jetzt, die Aufregung verlangt, die Sucht zu befriedigen, die Sucht nach Tabak, nach Qualm auszusenden. Eigener Qualm, Rauch, Tabak, Qualm, Rauch. Weil jetzt kommt gleich etwas echt Intellektuelles. Und es geht für mich persönlich nur einher, wenn ich dabei dem Tabak fröne, weil hier kommen gleichzeitig mehrere Sachen zusammen, unter anderem Geschriebenes. Ich rauche gerne selbst gedrehte Zigaretten. Das war die erste feinmotorische Aufgabe, die ich bewältigen konnte mit 3 Jahren. Und zur Belohnung durfte ich dann auch rauchen. Mein Vater war, der sehr entgegenkommt. Ich beginne mit dem Geschriebenen. Kann man das lesen? Ja. Großes. Ich habe soeben vor euch, vor Ihnen,
Großes geschrieben. Warum ich Großes schrieb? Nun, ich könnte jetzt kokett sagen, ach, ich weiß es nicht, vielleicht einfach nur so. Aber nein, vielmehr tat ich dieses durchaus absichtlich. Weil, falls mich jetzt mal wieder wer fragt, was ich denn eigentlich bisher so gemacht habe oder bei mir überhaupt los ist, dass ich jetzt, und zwar zu Recht, zu jeder Zeit behaupten kann, oh, eine Menge so dies und das unter anderem schrieb ich bereits vor anderen auch schon. Danke sehr. Jetzt ein Tipp für Menschen, die kleine Menschen betreuen. Ein Tipp. Oder vielmehr bitt ich dich, gib dem Kind kein Fisch, gib ihm lieber Brei. Weil jedes Mal bisher bei Fisch im Kind hatte ich anschließend nicht nur dieses anhaltende Geschrei, nein, auch außerdem verteilt im ganzen Raum, sogar an Wänden und Schränken, sowieso auf Kind, Tisch und Teppich, die vom Kindesbalg stundenlang beharrlich konvulsiv fontinierte, halb Fisch, halb was weiß ich, säuerlich stinkende, klebrige, eklige Ex-Marken-Inhaltssauerei! Jetzt Gravitation funktioniert. Bevor ich schließe mit dem Reigen, werde ich, das habe ich vom Meister Nadelöhr gelernt, ein Poem tonal untermalen. Ole. Vögel fliegen, Fische schweben, Amphibien schwimmen, über im auf dem See. Ole. Insekten schwirren, Würmer bohren, Säugetiere entleeren sich über, unter, auf dem Klee. Ole. Sauerstoffatome zerfallen, Maden gedeihen, Fliegen verlieben sich über in auf der Hundekacke. Ole. Bilder klotzen, Socken vertrocknen, Personen erleben sich über, unter, auf dem Kanapee. Ole. Träume entschwinden, Gerüche entweichen, Katzenflöhe trollen sich über, unter, auf der Bettdecke. Ole. Mokule entscheiden, Manipulationen wollen, Handlanger schlagen, über in auf die Menschenköpfe. Uli.
Astronauten spacen, Satelliten scannen, Viren verbreiten sich. Über, unter, auf der Erdoberfläche. Gesichter verwirren, Umwelten schmelzen, Namen erfinden sich. Über, in, auf der Alzheimer-Allee. Ich bedanke mich für den zugelassenen Zeitdiebstahl und komme nun zum Schluss, zum allerwichtigsten, welches da lautet auch das Wichtigste. Auf dem Sterbebett sagte Großmutter einst zu mir: Komm her, mein Kind, das Wichtigste noch, ich verrate es dir. Schleicht sich mal wieder eine fiese Krise durch die Tür, dann überlebst du eben diese garantiert nur mit ganz viel. Klo-Papier. Klo-Papier.